Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars The Old Republic. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Tals ausgeputscht. Und jetzt reden wir erstmal mit Captain River. Spreche ich das richtig aus? Wo ist denn der Captain? Das sehe ich jetzt nicht. Wahrscheinlich hier in irgendeinem Bunker. Ja, der ist hier. Nee, dann gehen wir erstmal zur Befragung der Tals. Ich weiß nicht, ob das die Hauptquest ist. Ja, das ist die Hauptquest. Ja, dann machen wir doch damit weiter. Okay, dann cutte ich erstmal bis dorthin. Also, bis gleich. Scheiße. Fragt euch nicht, was mit mir gerade passiert ist. Ich hätte vielleicht den richtigen Weg nehmen sollen. Oh nein, jetzt bin ich wieder hier. Obwohl, wo bin ich denn? Ehrlich, ich bin random in irgendeinem Ort. Ich war ja noch nie hier. What the fuck? Okay, ja, das ist natürlich jetzt eine kleine Planänderung. Wo ist denn der... Ah, da. Ich weiß nicht, wie ich da hergekommen bin. Dann müssen wir doch eigentlich hier hin, oder? Oder hier? Ich fahr mal einfach mal hier. Bis gleich. Ui! Hier wurden anscheinend schon ein paar Tals ausgelöscht. Hier war jemand fleißig. Oder ein... anderer Feind ist hier mir schon auf die Füße getreten. Ist früher gekommen. Mal gucken, wer sich hier verbirgt. Was ist das hier? So ein Wärmegenerator? Ist ja nice. Gut, wer ist das hier? Oh. Was? Wer steht da? Ich kann den Namen nicht lesen. Padawan Zellor. Oh, den werde ich umbringen. Jetzt bin nur noch ich übrig. Egal, wo ich hingehe. Immer erscheint das Monster. Warum quält ihr mich so? Was laberst du? Ich habe nichts mit eurer Rache zu tun. Was? Ein Sith? Erst lässt mich Zerenda im Stich und jetzt das? Sag mir, wer ihr seid, schnell. Euer Name, Jedi, und eure Verbindung zu Zerenda, sofort. Ich bin Zerendas Laufbursche. Derjenige, den er zum Sterben zurücklässt. Aber wenigstens seid ihr ein Sith, den ich sehen und gegen den ich fair kämpfen kann. Und ich werde nicht im Dunkeln abgeschlachtet wie diese armen Tals. Mein Meister würde mir befehlen, nicht anzugreifen. In 3 Sekunden bist du eh tot. Er ist nicht hier. Verteidigt euch, Sith. Gut, wie du meinst. Immer gleich wieder auf die Schnauze fliegen. Ihr Padawan, seid doch immer gleich. Seid alle so hochnäsig. Kein Wunder, dass eure Meister so schlecht sind. Los! Tötet mich ruhig. Hauptsache, ich muss nicht in den Händen dieser Bestie sterben. Was für eine Bestie? Erzählt mir doch erstmal, wovon ihr sprecht. Die Tals haben meinen Meister vor Brunmark gewarnt. Er ist ein wilder Tals, der sich an Fetzellen und den anderen rächen will, weil sie ihn vertrieben haben. Was hat Zerenda getan? Nichts. Und jetzt ist Brunmark hier irgendwo und mordet. Wartet, habt ihr das gehört? Nein, er... Den werde ich dann auch noch mal töten. Rubenmark. Gibt's auch eine dritte Option? Hör auf, solange du kannst, Tals. Du hast dich selbst übertroffen, aber achte auf deine Grenzen. Kommt zu uns. Mach so einen Kult, Alter. Obwohl ihr seid echt hässlich. Ich bin nur hinter Zerenda, ja. Ich habe kein Problem mit Fetzellen und den Tals. Ja, ich kann euch gerne als Host hier benutzen. Keine Sorge, ich wollte nur den Padawan da auslöschen, mehr nicht. Ich habe nicht vor, dich zu behindern, Brunmark. Och Mann. Direkt muss er weggehen. Melde dich bei Darth Barriss. Ja, bevor wir das machen, gehen wir dorthin. Ja, dann bis gleich. Ach, da ist er, Rafa. Der war die ganze Zeit hier in dieser Höhle. Was ist? Ich sagte, ich will nicht gestört werden. Ah, ihr seid es. Commander. Sag sowas nie wieder. Ich bin ein Sith. Ich kann dich schneller töten, als du denkst. Viel zu Hause.
Ich war dabei, unsere Chancen im Falle eines Angriffs durch die Republik zu kalkulieren. Es sieht nicht gut aus. Wenn sie eine größere Streitmacht schicken, sind wir verloren. Aber ich bin doch da, ich kann es immer regeln. Wenn ihr Feinde habt, schickt mich zu ihnen. Ihr werdet bald wieder sicher sein. Unsere wenigen Leute sind bereit zu kämpfen. Aber wir brauchen automatische Geschütze, da wir so wenige sind. Die aber brauchen Energie. Wir bräuchten einen Anschluss an die nahegelegene geothermische Energiestation. Aber die hat der weiße Schlund in der Hand. Wir haben nicht genug Leute, um es mit den Piraten aufzunehmen. Und unser Stützpunkt würde bei einem längeren Kampf mit der Republik im Dunkeln sitzen. Seid ihr so sicher, dass ihr versagen würdet? Woher wollt ihr wissen, dass ihr sie nicht töten könnt? Habt ihr es denn mal versucht? Ich habe einige Kampfszenarien anhand mathematischer Modelle erprobt. Die Zahlen verheißen nichts Gutes. Unsere Chancen, die Hauk ohne größere Verluste aber du hast nicht meine Chance zu verteilen, liegen bei weniger als 6%. Analysiert. Die Chance einer Gefangennahme oder totalen Niederlage liegt zwischen 30 und 40. Das ist zu hoch. Ihr hingegen seht aus, als hättet ihr gute Chancen. Ja, ich hab 20 bis 5. Also, ich kann gehen. Ich kann diese Monster ausschalten. Daran zweifle ich nicht. Aber ihr werdet diese Energiekupplung brauchen, um die Versorgung des Außenpostens wiederherzustellen. Installiert sie, wenn ihr den Widerstand beseitigt habt. Mit dieser Energie können wir unsere Geschütze wieder einsetzen und haben eine Chance. Viel Erfolg. Jawohl. Dann können wir die endlich auslöschen. Scheiß Piraten, Alter. Hier ist keiner, der uns irgendwie behindert. Also, jetzt mal ehrlich. Was hältst du von Ninjas? Ganz schön gruselig, was? Was labert der? Total. Sie sind wie Geister. In einem Augenblick da, im nächsten verschwunden. Und die Augen... Das stimmt irgendwie. Diese Tals, die sind auf einmal hier und dann sind sie wieder weg. Ey, wir haben ja letztens gerade diesen Brunok gesehen, der auf einmal aufgetaucht ist und dann wieder weg war. So, müssen wir hier lang? Tatsächlich. Gut, Befragung der Tals. Nee, warte mal, das ist... Ist doch die andere Quest. Aber egal, wir können da auch lang. Schafft mir diesen Jedi vom Holo, Langlin. Sofort. Ich kann nicht. Surrender hat die gesamte Steuerung außer Kraft gesetzt. Wie soll das gehen? Wie ihr sehen könnt, Baras, kontrolliere ich diesen Planeten. Ich habe eure Kommunikation angezapft und kann jeden eurer Züge voraussehen. Wie Kommander Langlin selbst erfahren durfte, bin ich euch Charles, stets ein Machtwirkung. Los, wirk ihn! Ihr seid tot, Surrender. Das ist also der Jedi, den ich töten werde. Aber was ist denn dort hinten mit Price passiert? Da ist nur seine Waffe. Für euch ist, legt ihr euch besser einen Maulkorb an. Ich bin nicht wegen der alten Zeiten hier, Baras. Als wir das letzte Mal aufeinander trafen, blieb ihr erschöpft und ohne Waffen zurück. Dieses Mal werdet ihr nicht so viel Glück haben. Mein Lord? Du hättest den anderen erwürgen sollen. Ihr habt mich das letzte Mal enttäuscht, Langlin. Fenris Slint, ihr seid von jetzt ab der Koordinator meiner Aktionen auf Hof. Ich hoffe, ihr... Der ist noch schlechter, hallo? Commander. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Lord. Schüler, ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten für mich. Die Sonne wird bald scheinen. Ihr könnt immer auf mich zählen, Meister. Die verlorene Warum steht da diese Waffe von Bryce? Ah, Meister Violet. Jetzt verstehe ich, warum Surrender seine Entlarvung riskieren würde. Vor seiner Gefangennahme im Krieg war Violet einer der mächtigsten Jedi-Meister überhaupt. Das Schiff, das ihn zu mir bringen sollte, wurde bei einer wilden Raumschlacht in diesem System zerstört. Ich dachte, er sei tot, aber... Ihr habt es vermasselt, hä? Ja, habt ihr wirklich. Anscheinend ist selbst der große Darth Baras nicht immun gegen Fehler. Alle Wesen machen Fehler. Ich habe meine überlebt. Wirst du das auch? Ja, während des Krieges war Surrender Meister Violets Padawan. Wir haben gekämpft. Violet hat mein Lichtschwert genommen und es von da an benutzt. Wenn Violet wirklich auf Hoff ist, ist auch meine Klinge dort. Ich werde mich konzentrieren, um sie zu finden. Ja, da. Koordinaten wurden übermittelt, Commander. Geh jetzt, Schüler. Finde das Lichtschwert und den Jedi.
Das Gebiet ist ein unerforschter Quadrant, in dem angeblich Schwarzmarkthändler operieren. Schwarzhändler? Was soll ich tun, solange ihr fort seid? Was verkaufen die denn? Räumt hier auf, sofort. Schafft Lanklands Leiche weg. Commander? Für den Stolz des Imperiums. Für den Stolz des Imperiums. Yeah. Reise zu den Koordinaten. Sind ja gleich um die Ecke. Okay. Falsche Richtung. Gott, diese Bunkers, die machen mich hier fertig. Weil man hier überhaupt nicht durchsieht. Aha, da ist der Fahrstuhl. Okay, dann bis gleich. Kann ich da runterspringen, ohne dass ich jetzt gleich sterbe? Oh fuck, das würde ich nie überleben. Nein, nicht zurück zum Medi-Center. Alter, gleich schon wieder. Ach. Oh, aber woher? Ich bin in der Nähe. Ja, wie soll ich denn da runterkommen? Gibt es denn hier irgendwo einen Gang, wo ich auch ganz normal runtergehen kann? Ach, dort vorne, Alter. Ja, ich will da nicht... So, ach, man. Warum kann ich nicht irgendwie schweben oder so? Oder wie Superman einfach runterfliegen? Runterfliegen auf der Schnauze. Warte, warte, das überlebe ich. Das überlebe ich, genau. Jetzt warten, bis wieder gefüllt ist. Ah, komm. Füll deine Leiste auf. Und ich gebe mir kurz einen Schub. Zack. Oh. Der hat mich jetzt echt enttäuscht. Achso, übrigens, ich habe hier einen neuen Cube. Nenne ich mal das Ding so. Dann könnte ich eigentlich da runterspringen. Ja, komm, mach einfach. Nur bist nur fahren. Ach, scheiße. Warte, ich probier's nochmal. Keine Sorge, Leute, das schaffe ich. Nein, warum hat er mich jetzt... Achso, ich dachte schon. Aber der, warum hat er mich jetzt ein bisschen weiter weggesetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Komm, Leute, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Ich will euch das zeigen. Gut. Auf ein neues. Einmal hier runter. Genau, habe ich sehr viel Leben verloren. Warte mal, wo ist denn der andere Stein? Ach nein, ich bin jetzt woanders. Oh, ich muss da an die Kante. Das überlebe ich. Jawohl. Jetzt muss ich da runter. Ich gehe einfach den Weg, den gar keiner nimmt. Scheiße, jetzt habe ich den gleichen genommen. Weil dieser Stimp macht irgendwie kaum was aus. Ich kann übrigens... Nee, ich kann Pierce irgendwie nichts geben. Schade, Pierce. Gut, werde ich das überleben? Ja, kann das. Wo ist denn Pierce eigentlich? Warum ist der nicht da? Hallo, Pierce? Du bist jetzt bei mir. Nein, ich will ihn nicht verkaufen. Achso, vielleicht kann ich ihn hier nicht aufsetzen, weil das vielleicht viel zu eng ist. Okay, jetzt hier runter. Das ist ja einfach. Das heißt, ich finde keine... vielleicht dort. Alter. Jawohl. Ich dachte vielleicht, da flutsche ich so runter. Aber ist gut. Jetzt muss ich da irgendwie runter. Ich muss warten, bis meine Leben wieder regeneriert haben. Dann kann ich da runter. Junge, ist das behindert, was ich hier mache. Was sind das eigentlich für Vulkane hier? Ich habe nie gesehen, dass Hoff solche kleinen Vulkane hat. Aber ist auch mal was Neues. Oh, nicht weitergehen. Nicht weiter runtergehen. Warten, warten, warten. Stell dir mal vor, in so einem Star Wars Film, der klettert, darf Vader einfach so runter und muss auch so warten, bis seine Leben wieder regeneriert sind. Ey, ist das bescheuert. Aber man versucht ja immer alles. Oh, hier, aber warte mal. Das will ich nochmal hier schöner machen. Oh, das sieht echt schön aus. Ja, das sieht wirklich cool schön aus. Gut. Jetzt 3, 2, 1. Zum Glück haben wir es geschafft. Jetzt machen wir nochmal hier so einen fetten Stim, jawohl. Und jetzt können wir runter. Oh, es hat geklappt, jawohl. Alter, bin ich ein Vollhonk. Junge, Junge. Aber wir sind da. Okay. Dann spring ich jetzt bis dorthin, also wenn wir hier sind.
Okay, bis gleich. Okay, es sind überall diese Schwarzmarkthändler und... Ah, fahren denn hier die... Netter Preis für etwas, das wir aus dem Eis geholt haben. Das Lichtschwert gehört... Nein, das ist meine Schön Waffe. Mit euch Geschäfte zu machen, Tals. Weg mit euch! Das ist meine Waffe! Sieht aus, als wäre es Zeit für Schmerzen. Gut. Ich kann auch euch alle ausschalten. Sonst hätten wir hier einen Aufstand an. So, den pushen wir mal weg. Und den nochmal auf die Fresse. Was ist denn dieser Puncher, den ich da immer hatte? Ah, hier. Genau, den wollte ich. Boah, das sieht eher aus wie so ein Slap. Und zing, zang, zung. Und da bist du tot. Gut. Hier, nehmen wir doch meine Waffe. Endlich habe ich das Schwert. Ach so, das ist gar nicht die Waffe, das ist das Schwert von Barriss. Okay. Hätte ich auch besser zuhören sollen. Aber ist ja eine Waffe. Ah, Brumek. Nerv nicht. Komm damit klar, Brumek. Und jetzt hau ab. Wenn deine Ziele mir im Weg stehen, werde ich sie töten. Alter, wirklich jetzt? Ihr seid alle gleich. Und du bist nicht anders, Brumek. Auch wenn du jetzt einen Namen hast. Ich glaube, der hat irgendwas Besonderes. Sonst hätte der keinen Namen. Also, das würde ich mir auf jeden Fall denken. Ja, du bist eh gleich tot. Alles in Ordnung? Aber klar. Gut. Du hast gut gekämpft, Brunek. Ich bin beeindruckt von deinem Geschick und deiner Stärke, Brunmark. Du bist sehr hilfreich. Vielen Dank. Ich begrüße die Hilfe. Shit, Brunek. Ui, wir haben eine neue Weste bekommen. Wie sieht denn die aus? Alter, das sieht voll cool aus. Was ändern wir denn? Eigentlich will ich hiervon gar nichts ändern. Ach komm, das ist das für mich, oder? Machen wir mal ein neues. Ich hab gar kein Geld, Alter. Ich hab nicht mal die geilen Münzen. Hier kommt dann immer wieder das hier. Das sieht irgendwie scheiße aus. So, kann man gleich ausrüsten. Jawohl. Gut. Schon viel besser. Ui, guck mal, wie Pierce aussieht. Ja, den Rest würde ich dann einfach entfernen. Verkaufen, so heißt es auch. Alter, jetzt sehe ich aus wie so ein Warlock aus Destiny. Okay. Dann würde ich jetzt erst... Ach so, dort... Ach, ist das... Nee, das ist die Abschutzstelle. Wo ist denn diese geometrische Energiestelle? Weil ich möchte jetzt eigentlich noch, bevor wir die Hauptstory fertig machen, will ich eigentlich noch diese Nebenmission hier auf Hoff machen. Aber okay, gehen wir noch schnell verkaufen und dann würde ich den Part auch beenden. So. Hier, Sanitäterdienst. Brauch mal deine Hilfe. Nee, ich möchte immer nur verkaufen. Das lassen wir mal hier. Weg. Das kann auch weg. Das eigentlich auch, das benutzen wir eh nicht. So, den Rest könnten wir eigentlich da lassen. Den Rest kann ich eigentlich eh nicht entfernen. Ja.
Jetzt haben wir 34.000. Gut. Dann würde ich jetzt hier den Part auch beenden. Als nächstes werden wir jetzt zur Abschlussstelle gehen und vielleicht treffen wir da auch Surrender und schalten wir ihn direkt aus. Ja, und dann machen wir noch die geometrische Energiestation kaputt. Also, wir machen Hoff in unseren Besitz, nicht wahr, Piers? Du bist echt der Geilste. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.